Archstetten Castle in Lower Austria is home to the great-grandchildren of the penultimate successor to the Habsburg throne, Princess Anita Hornburg and her family. For the birthday of her daughter, Countess Alix, celebrity chef Johann Lafer is preparing the Habsburgs' favorite recipes with regional ingredients. Noble families from all over Austria are coming for the extravagant dinner. Ich heiße Anita Hornberg. Ich bin Alix Daumbühl-Frey und wir heißen Sie heute auf Schloss Archstetten herzlich willkommen. Nibelungengau is a region high above the Danube, just an hour's drive from Vienna. It carries its name as one of the heroes of the Song of the Nibelungs is said to be from here. Archstetten lies in the midst of the undulating landscape. It was the seat and summer residence of the House of Habsburg and is today the resting place of Archduke Franz Ferdinand, whose murder in Sarajevo in 1914 led to the outbreak of the First World War. It is now the home of his great-granddaughter, Anita Hornberg. Also für mich ist Archstetten ein Ruhepol geworden. Ich weiß, wenn ich jetzt spazieren gehe in Ruhe mit meinem Dackel, dass im Büro und im Betrieb alles funktioniert, weil ich jetzt Gott sei Dank die nächste Generation, sprich Alix, meine Tochter Alix, hier leben habe und ich kann mich zurücklehnen. She will be the one to take the castle into the future. Countess Alix Daumbühl was an interior architect in Paris before she returned to Archstetten. Her husband, François Xavier Frey, comes from an old French military family. In Frankreich haben wir uns kennengelernt und wir sind hierher, weil warum sind wir hier? Weil ich wollte, war nicht möglich in Paris zu wohnen mit The castle certainly has enough space. The cooking style is similar to the way the couple communicate. Deutsch, Französisch, aber mehr Französisch. Mehr Französisch. Ja. Weil wir uns so kennengelernt haben und ich es entsetzlich finde und ich ungeduldig bin, wenn das auf Deutsch sein würde. Ja. Und meine Frau spricht eine perfekte Französisch, also mein Deutsch ist noch ein bisschen holprig. A seasonal pumpkin tart is being served, according to a French recipe, with diced bacon, cream and eggs. Mach mal vier. Mhm. Ja. Und wir geben Schlagobers dazu, eine Kanne Schlagobers. Aber je fait avant. Nein, während. Okay, jetzt mischen. Until recently, François was working as an engineer on an oil rig, so he's still getting used to home life. Und das ist noch gar kein Schlagobers. Es sollte eigentlich dann ein schöner Schlagobers werden, wenn man schon. Je grappe, ich will Eskalade, aber. Musst du erst das kochen? Lass, das suffit pas? Ja, ist genug. Okay. So ist der Moni gehen. Ah, c'est sûr. Perfekt. C'est parfait. The pumpkin tart will go into the oven for 2 hours at a low temperature. Princess Anita and her daughter are welcoming a very special guest to their castle this afternoon. Dass du jemanden kennenlernen wirst, der eine Überraschung ist in diesem Haus. Celebrity chef Johann Lafer is taking time out of his busy schedule for the noble family in Lower Austria. Freut mich sehr. Grüß Gott, Herr Lafer. Hallo, grüß dich. Darf ich? Und? Hallo. Grüß dich, hallo. Freut mich sehr. Wie geht's? Ja, gut. Also ich freue mich, dass Sie endlich mal da sind, für mich zu kochen. Wie schaut die Küche aus? Frisch geputzt, alles perfekt. Na gut, dann kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Genau. Johann Lafer is Austrian, but this is his first time at Archstetten Castle. So, wo kommen wir jetzt hin? Also wir sind jetzt im Roten Salon und wir haben hier eigentlich österreichische Geschichte pur aus dem 19. Jahrhundert. Archduchess Sophie is looking down from the wall. The Archduchess was the mother of Franz Josef I, from the House of Habsburg-Lothringen, who was the Emperor of Austria until his death in 1916.
Opposite him hangs a portrait of his nephew, Archduke Franz Ferdinand, the heir to the throne and the great-grandfather of Princess Anita. Wir haben den Kaiser Franz als Jungen und er hatte eine Regierung eigentlich, die sich sehr um sein Volk gekümmert hat und war eigentlich jemand, der sehr bescheiden gelebt hat und auch nicht so ein Aufhauer war. Wenn man sagt bescheiden, ich meine, das kann man sich, wenn man das hier so sieht, gar nicht vorstellen, dass da jemals jemand bescheiden gelebt hat. Doch, da gibt es die lustigste Geschichte, ist, wenn man sieht, die Erzherzogin Sophie hat ja dieses Velourkleid an, das rote. Ja. Und böse Zungen sagen, die Habsburger waren so sparsam, dass der Rock des kleinen Franz Josef aus dem Stoff des Kleides seiner Mutter gemacht wurde. Wirklich? Ja, wirklich wahr. Ja. Aber dieser Stoff ist ja auch so ähnlich. Den Stoff, das ist was ganz anderes. Das kannst du in die Waschmaschine hauen. Herr Lafer, wir leben in einer Zeit des Schnelllebigen. Okay. Und wir mussten uns auch adaptieren. Das soll nur ein Scherz jetzt. Nein, aber ich kann euch eins sagen, jetzt ganz ohne Ernst. Ich werde in diesem bescheidenen Hause ein bescheidenes Essen machen. The entree is a cider foam soup. Aha, und wir müssen alle Zwiebeln schneiden, gell? Alle? Es hat keiner gesagt, dass es Spaß machen soll, ja? Also. Diese riesige auch noch? Ja. Ich habe schon die ersten Tränen, die kommen. Ich wollte immer schon mal im Leben eine Gräfin weinen sehen. Ja. Wie sieht es denn hier im Hause aus, wer kocht da? Ich. Ehrlich? Ja, wirklich wahr. Ich koche gerne. Und was ist die Spezialität? Meistens Tacht. The thick bacon, fried in butter, lends the apples and vegetables a hearty flavor. Das duftet ja schon. Und jetzt muss ich auch schon weinen. Da bin ich Honig rein, das ist ganz wichtig. Und jetzt schön so ein bisschen karamellisieren, die Suppe, ja? Ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich habe diese Suppe noch nie gekocht. Das alles, was jetzt passiert, ist für mich einfach nur für Sie. Ja, das sowieso. Aber es ist auch eine theoretische Idee. Und ich finde, man muss sich das erstmal sinnlich vorstellen können. Ich möchte beweisen, dass man auch ohne Rezept was Leckeres kochen kann. So, ja. So, jetzt haben wir den Suppenansatz. Und jetzt müssen wir reingeben. Natürlich. Most. Most. Und zwar nicht sparsam sein. Und das heißt eben so schön, wenn man da nichts reinschüttet, kommt da nichts. Ach, die Frau weint immer noch. Ach, wie so schlimm, ha? Komm mal hier Brühe rein. Fantastisch. This is where the castle comes together with Brigitte Leidwein. She's been in charge of the castle's office for many years and is also responsible for the protocol for the castle's celebratory events. Da es ein privates Geburtstagsabendessen ist, ist es auch ziemlich einfach, weil ich brauche nur Vornamen zu schreiben. Wäre es ein offizielles Diner, müsste ich sämtliche Titel, sei es akademische oder Adelstitel, anführen, was auf so kleinen Kärtchen oft sehr schwierig ist. Alexandra, Armel and Benedict also want to contribute to their mother's birthday party. Oje, nein, ein Bockel ist das. Und jetzt schreibe ich den Namen von der Mama. So wie der Armel, beginnt auch mit A. Das ist mir auch immer ein großes Vergnügen, nach einem anstrengenden Bürotag mit Ihnen gemeinsam zu Abend zu essen. Und mir dann zu denken, wie gut, dass ich keine eigenen Kinder habe, weil es manchmal schon sehr turbulent zugeht. Hey, das ist mein Stift. Die sind ganz neu. Er ist das mittlere von drei Kindern. Und da muss man sich gegen oben und gegen unten behaupten. Und das ist nicht so einfach. Philipp, komm bitte mal zu uns, wir haben hier viel Arbeit. Darf ich dir vorstellen, hier Philipp? Hallo. Ein junges, wunderbares Talent im Bereich von Kochen. Und da wir jetzt ja viel machen müssen, Krebse ausbrechen, ich zeige das mal ganz kurz vor, wie man das macht. Man nimmt erst mal die beiden Scheren vorne ab, ja, ist ganz wichtig. Und dann dreht man hier den Schwanz einfach so raus, ja. Und drückt jetzt zusammen hier so. Und dann löst man hier außen den Panzer ab. The crayfish are bred on the estate and will add the finishing touch to the cider foam soup.
riecht köstlich. Ich bin schon ganz beschwipst mit dem Most. Finally, the creme fraiche and the vegetables are mixed and blended. Sehr schön. Das nennt man ein wirklichen Teamwork. Mach ich mal einen kleinen Test. Jetzt da streue ich ganz wenig Estragon rein bei euch. Und das probiert ihr jetzt mal. Und dann muss normalerweise was entstehen im Mund. Herrlich. Ja, und? Ja, köstlich. Nein, der Estragon ist wirklich fein. Aber es kratzt so ein bisschen. Ja, gut, macht ja nichts. Lassen Sie ihn ziehen? Nee. Eben, also zum Schluss rein, aufmixen, ganz zum Schluss. Ja. In der Mitte, wie gesagt, das Birnentartar, die Krebs und rundherum die heiße Suppe. To the south of the castle, the lower Austrian wine regions of Wachau and Traisental stretch along the Danube River. Johann Lafer takes wine very seriously and is on his way to see a friend. The princess's husband, Count Bardot, doesn't miss the opportunity of visiting a local vineyard. Schön, dass du da bist. Graf Bardot. Freut mich sehr. Freut mich. Herzlich, meine Frau. The Austrian finance minister has always dreamed of having his own vineyard. Wenn du hier betrunken bist, ist auch schwer aufzugehen, oder? The cellar of the Herzogenburg vineyard lies 7 meters underground and has a consistent temperature, perfect for wine storage. The minister is an experienced winemaker and has the support of his cellar master. Fangen wir an mit der Suppe, Mostschaumsuppe. Mostschaumsuppe. Was wäre da so richtig? Ich empfehlen entweder einen Sauvignon Blanc oder einen Riesling. Ich würde gerne so ein bisschen was mit Pfiff machen, also ich würde lieber sagen Sauvignon. Der Sauvignon ist auch vom Terroir hier sehr stark geprägt. Wir sind ja stark kalk- und lösfältige und Schotterböden. Und Fruchtton beim Sauvignon sind immer schwarze Johannisbeere. Das ist sehr gut. Ein guter, sehr guter Wein. Aber eine Frage, die ich bei der Gelegenheit stellen muss: Verdient der Finanzminister in Österreich so wenig Geld, dass er noch Wein machen muss? Im Prinzip natürlich ja. Aber Wein macht man ja nicht, um Geld zu verdienen, auch dazu, sondern Wein macht man aus Leidenschaft. Und ich glaube, dass man auch gute Weine nur mit hoher Emotion machen kann. Ja, das ist, wie überall im Leben. Und deshalb ist für mich ein guter Ausgleich, wenn du die nüchternen Zahlen eines Budgets hast und dann die Emotion. In the castle, the pumpkin tart is being served. Da ist ganz viel Speck dabei. Weißt du, wer diese Tarte gemacht hat? Und der Papa! Ja, willst du noch? Princess Anita is busy with preparation for tomorrow's party, so the young family are eating by themselves. Es sind zwei getrennte Haushalte. Es ist meine Mutter und wir. Und was sehr nett ist, weil man sich gegenseitig dann die Butter raufbringt und dann bleibt der eine beim Abendessen doch dabei und dann ist man nicht zu fünft, sondern plötzlich zu acht oder umgekehrt und das ist sehr nett. Nein, ich dachte, nimmt man nur mit der Gabel. Und dann hast du mit dem Alexandra auch einen. Benedikt, dein Kopf hält auch von alleine? Nein. Countess Alix is a mother of four and runs the castle. It's a full-time job. To support her, her husband Xavier has taken paternity leave after little Marie Anastasie was born. On the day of the party, the weather is perfect and the countryside is looking its best. The morning at Artstetten Castle begins with Mass. The noble family has their own entrance to the church, straight from the private rooms of the castle. After the service, the family crypt is visited.
The assassination of Archduke Franz Ferdinand led directly to the start of the First World War. The prince and his wife Sophie have been laid to rest in the Archstetten Castle's tomb. Wir haben jetzt gerade die Zyklaren mit den Kindern gebracht, weil meine Ur-Ur-Großeltern hier begraben sind, da sie nicht in die Kapuzinergruft konnten. In Wien, in der Kapuzinergruft, sind ja alle Habsburger begraben, außer dieses Ehepaar, weil sie eine Liebesheirat gemacht haben. Und das nennt man eine morganatische Heirat. Und sie durfte eigentlich ihn nicht heiraten, weil es war nicht standesgemäß. Und deswegen liegen sie hier in der Gruft. Und die ganze Familie Hohenberg findet jetzt hier ihre letzte Ruhe. Unser tägliches Brot gib uns heute und führe uns nicht in Versuchung. Sehr gut. Kommt, wir gehen. In a bakery, not far from the castle, a very typical Austrian speciality is being prepared. The recipe for the puff pastry is a well-kept secret by the master pastry chef, Barbara Braun. Meinen Papa gelernt und ich mache das jetzt in fünfter Generation. Man kann es nicht gleich von Anfang an. Man muss ein bisschen spielen, schauen, dass man den Teig nicht zieht und dann einfach rollen. Einfach schön gleichmäßig aufrollen, dass man dann eine schöne Schaumrolle bekommt. Wenn man da hineinbeißt, ist es wirklich ein Genuss, weil dieser frische Blätterteig, der zergeht auf der Zunge und dann hat man noch die gute Füllung von dem Eischnee. Also das wird im Schloss Altstetten wirklich sehr, sehr gern gegessen. Ja, und wer ist das hier? Die haben Sie so eine hübsche Hofköchin? Ja, die Haus- und Hoflieferantin. Wollen wir das alles essen? Wir fangen zumindest mal an. Was ist das denn hier? Das ist herrlicher Blätterteig mit Eischnee, also genannt auch die Schaumrolle. Schaumrolle. Ja, dann würde ich sagen, geht's uns ja nicht schlecht heute, oder? Ja, würde ich sagen. Lecker. Wie heißt das in Deutschen? Das heißt hier, ich glaube, bei uns sagt man Schillerlocken dazu. Schillerlocken, ach, das ist auch wieder interessant. While the gentlemen enjoy the delicious sweets, a ballet performance is being rehearsed on the first floor. It tells the story of the murdered Crown Prince and his wife, Sophie. Start! Die erste Szene, go! Wow, du bist stark, ganz stark! The dance is called The Power of Love. It will be part of an exhibition on the First World War that the Countess is planning for the Franz Ferdinand Museum in the castle. Sarajevo, auf geht's! Ihr wisst, dass ihr sterben müsst. Das wisst ihr beide. Anfangen! Fang an. Anfang. Und jetzt, ich mache jetzt die Mörderszene, okay? Hast du den Schuss? Du machst. One! Zweimal. Hey! Und noch einmal. One! Das nennt man gekonnte Improvisation. Das ist eine andere Art Geschichte zu zeigen. Ja, für mich war es wieder sehr breathtaking. Also für mich ist es sehr, sehr berührend. Das war schon das letzte Mal. Also mir kommen eigentlich immer die Tränen. Ja, ohne Schmäh. Meanwhile, the boiled fillet of beef is being roasted in the kitchen. Hier riecht's auch gut. Oh, jetzt kommt meine große Hilfe. Ich habe einfach mal die Stücke angebraten in einer schönen aufgeschäumten Butter. Und jetzt habe ich da hinten Rosmarin und Thymian aus eurem Garten vorhin geholt. Jetzt ein bisschen oben drüber machen. Ja? Das wird nachher so schön, gibt es im Backofen dieses wunderbare Aroma. Ja? Ich mache noch Pfeffer drauf. Und
Und jetzt machen wir einfach noch oben drauf, und das ist wichtig, so ein Stückchen Butter. Und dann kommt dieser Tafelspitz in den Backofen, und zwar bei 80 Grad. 1,5, 2 Stunden mindestens. Der muss zartrosa sein. Ja, genau. So. Generell wichtig ist, das Fleisch immer schön langsam garen, damit es wirklich saftig bleibt. So, alles perfekt. Voilà! No one on the estate can lay a perfect table like Brigitte Leitwein. Wir verwenden heute ein wunderschönes altes Pirkenhammer Porzellan von einem K&K Hoflieferanten, wie sich's gehört. Sobald ein Wappen vorhanden ist, wird das Essbesteck umgedreht, so damit man das Wappen sieht, auch am Hof in Wien. Und bei uns ist es die Spezialität, das hat die Herzogin Elisabeth eingeführt, die Mutter von der Fürstin Anita, Messer, Gabel, Löffel in einem zusammen. Was natürlich auch für Menschen, die des Gebrauchs des Essbestecks nicht so ganz kundig sind, die Sache sehr erleichtert, weil das Essbesteck nur auf einer Seite ist und man isst sich von außen nach innen. Countess Alix goes upstairs to get ready for the evening. The boys love going into the estate forest with their father. Allez, venez voir. Papa, ma grand-mère travaille ici. Bon, vous avez vu les enfants, la distance entre les deux arbres, là? Là, ça fait à peu près 2 mètres. Et normalement, il faudrait, vu comment ils sont, il faudrait un peu plus pour les 3 mètres. Alors, ça, c'est quoi comme sapin? Fichte, ouais, ben rien. Et celui-là? Ah non, c'est pas un tanneur, non. C'est un kiffer. Xavier enjoys the family's vast forest estate very much. Moi, à l'origine, j'avais toujours hésité entre ingénieur forestier ou travailler sur des plateformes pétrolières. Ce qui m'intéressait, c'était d'être dehors et travailler au contact des gens. L'avantage de la forêt, ce qui est très pratique, c'est quand on emmène les enfants, c'est que on peut travailler et en même temps passer du temps avec les enfants. Et puis, on n'est pas obligé de surveiller les enfants tout le temps. Il n'y a pas de lieu dangereux ici, donc non, c'est très pratique. Ouais, c'est drôle, ça. Attention. Debout, debout. Bravo. Allez, on y va. Alors, Bénédicte, on voit les autres arbres. Bénédicte, viens. Also fangen wir an mit der Alix, die sitzt hier. Aber schau. The dinner preparations are almost done. The Count is helping Brigitte Leitwein with the seating order. Dann haben wir den Pater, Athanasius. François Xavier. Jetzt seid ihr Valentin. Haben wir ein Glück, dass wir keine verlobten Pärchen haben? Ja, das ist natürlich ein Problem, weil die Verlobten als solche müssten ja zusammensitzen. Genau. Ansonsten werden die Ehepaare bei solchen Essen immer getrennt. Und da sollte ich sitzen? Ganz wichtig bei einem Placement ist auch zu wissen, sind sie sehr outspoken oder eher reserviert, weil es wäre nichts Schlimmeres, als wenn man zwei Schweiger nebeneinander setzt. Sondern es ist immer ganz gut, wenn man abwechselt, so damit wirklich ein nettes Tischgespräch zustande kommt. Ich glaube, so wäre es richtig. Ja. Nee? The time has come. The evening honoring Countess Alix can begin. Her brother Gaetan has come from Vienna, and her cousin Valentin from Habsburg-Lothringen is here too. Pear tartare, crayfish and pea sprouts accompany the first course, the cider foam soup with estragon flakes. The chanterelle mushrooms for the main course are being freshly prepared with savory bacon, onion and parsley.
Ja, wenn ich diese Pfifferlinge sehe hier, dann kann ich nur sagen, Johann, kochen macht Spaß. Das ist Gaumenerotik. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Das ist der Geschmack, dann dazu dieses Kalbfleisch, diese Pfifferlinge, diese schöne Soße. Ich meine, das ist einfach Essen. Das ist Essen. Einen wunderschönen guten Abend. The chef is enjoying the moment. Und wenn es nicht schmeckt, ist sie schuld. War sie, ja? Nein. Und bravo, Alix, weil das heute was dazugelernt. Es ist so schön. A successful party at the illustrious Archstetten Castle.